Was geht ab, Friends? Herzlich willkommen zu einem weiteren Horror-Game-Montag. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Wochenstart. Und wenn nicht, dann hoffe ich, dass ich ihn euch jetzt versüßen kann. Ja, wir spielen ein Horror-Game namens Nine Childs Street. Und bei diesem Horror-Game geht es darum, dass wir irgendwie ein kleiner Junge sind, welcher so einen Lost Place findet und dann in dieses verlassene Haus geht. Und dieses Haus ist anscheinend gar nicht so verlassen, wie wir eigentlich denken. Es soll richtig übel sein, es soll ganz viele Jumpscares haben und man soll super viel Angst haben. Ich bin gespannt. Das Spiel soll ungefähr zwischen 40 und 50 Minuten gehen. Das heißt also perfekt für eine Episode wie heute. Ne? Weil ihr wisst ja, aktuell machen wir ja eher so ein paar Horror-Games, welche halt eben nur kurz sind und eben für ein Video reichen. Und genau das ist dieses hier. So, also, ich würde sagen, wir legen los und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wer weint da? Und warum? Okay. Where am I? Wo bin ich? Oh, das sieht recht Sinn. Okay, zum Interagieren E drücken. Okay, das sieht relativ cinematisch aus. Oh, ich mag das. Get out of the house. Also geht, wir müssen aus dem Haus kommen, alles klar. Ja, wir sind auf jeden Fall ein Junge, ein kleines Kind, das sieht man. The door is tied with a rope. Okay, da ist eine Schnur bzw. ein Seil dran. Okay, schauen wir uns mal ganz kurz hier um. Oh, okay. Spaghetti Bolognese. Können wir ja auch. Ich sehe ja gar nichts. Ach, es ist auch nur ein Schrank. Ich dachte gerade, es ist eine Tür, okay. Nach draußen geht es auch nicht. Es wirkt so ein bisschen, als wären wir unfreiwillig hier. Kann das sein? Oh ja, das ist aber hoch. Ja. Lassen wir lieber, oder? Oh, was ist da drin? Es mieft. Too high. I need to find a rope. Okay, wir kommen hier nicht raus. Oh, okay. Oh, Junge, da ist aber der Hand drin. Alles klar. Warte mal, war das... Ah, das ist eine Kinderhand. Oh Gott, ist das unsere Hand? Wir können jetzt auf jeden Fall das Seil hier abschneiden. Explore the house in search of a rope. Okay, wir müssen ein Seil finden. Vielleicht laufen wir nicht gegen diese... Irgendwie das Gefühl, wir sind nicht alleine. Okay, was... What is my favorite toy doing here? Was macht mein Lieblingskuscheltier hier? Öp. So ein bisschen das Gefühl... Oh, schau mal, wir können hier rüberschauen. So ein bisschen das Gefühl, wir sind so ein... Oh! Es ist auf jeden Fall ein Sessel, wo man ganz gut das Haus da vorne beobachten kann. Was atmet da so? Hallo? Was zum Teufel? Irgendjemand oder irgendetwas befindet sich da drin. Warum sind hier Särge? Oh, I don't like it. Das gefällt mir alles ganz und gar nicht. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Wir können auch sprinten. Also auf mich wirkt das eher... Ah, und runter geht's auch. Nee, geht's nicht. Das ist verriegelt. Okay. There's a rope behind the door. Okay, das auf jeden Fall, das brauchen wir. Was ist das für ein Geräusch? Okay, es sieht aus, als wäre ich nicht der... What?
Okay. Es sieht... Es sieht ganz so aus, als wären wir nicht alleine hier. Und das gefällt mir ganz und gar nicht. Also es wirkt so, als hätte man uns entführt. Und wir sind ein kleiner Junge, der entführt wurde und wir versuchen jetzt hier irgendwie aus dem Haus zu kommen. Aha. Das ist schon mal sehr gut. Wer war da gerade? Naja, wie dem auch sei. Okay, creepy Bilder. Ja, was soll ich sagen, ne? Mach die Tür auf, Junge. Da ist auf jeden Fall ein Seil. Ha! Junge! Wohin, 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 wohin? Oh mein Gott. Ja, wir hauen ab. Ich bin nun mal weg. Oh nee, hier ist so eine blöde Fliege reingekommen. Ich das Fenster offen ab. Alter. Schnell raus. Ja, komm schon. Schneller. Rapunzel, lass dein Haar herunter. Oh mein Gott. Haben wir das überlebt? Aua, mein Kopf. Ich bin ganz dizzy. Hallo? Geht's dir gut? Loading. Loading ist meistens ein gutes Zeichen. Ich trinke mal einen Schluck. Okay, was passiert nun? Child Street 9. War das so ein bisschen die Vorgeschichte gerade, oder was? Okay, ich beobachte oft das verlassene Haus gegenüber. Alle glauben, dass mein Nachbar... Oh mein Gott, da oben war jemand. Okay. Also, die Leute behaupten, dass ein Nachbar, dass der Nachbar in dem Haus gegenüber verschwunden sei. Der kleine Junge aber sitzt hier immer und... This bunny was given to my neighbor. Okay. Der kleine Junge schaut immer mit seinem Fernglas darüber und sieht immer wieder einen Schatten. Und ist der Meinung, in dem verlassenen Haus... Bisschen aus wie ein Pokémon-Cabby. In dem verlassenen Haus lebt jemand. Und der kleine Junge will dem Ganzen jetzt auf den Grund gehen. Ich meine... Rucksack... Soll sich hier kein Zwang antun, wir machen das mit ihm. Wir gehen da jetzt zusammen rüber. Steht da. Hi Mom, hi Dad. If you're reading this, I've gone to that strange house I keep talking about. You saw those pictures you didn't want to see. Scold me for forbade me to go there. So I had to go there at night. Secretly from you. I just want to quench? I just want to quench my curiosity and stop thinking about that house all the time. I love you, Armin. Also, wir haben hier auch ein Briefchen geschrieben an unsere Mutter, an unsere Eltern, an unsere Mutter, an unseren Vater, dass wir nun weg sind. Okay, also die Eltern schlafen, wir sollten nicht durch die Tür. Und dass wir uns jetzt dieses Haus anschauen werden, dass die einfach Bescheid wissen. Ich meine, warum nicht? Ich bin zwar der Meinung, dass das keine gute Idee ist. Closed, but the back door must be open. Okay, Hintertür ist offen. Ja, ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist, zum Nachbarn zu gehen. Aber gut, wir werden schon sehen. Wir werden schon sehen. Oh, Taschenlampe. Kann man mitnehmen? Vielen Dank. Taschenlampe ist immer gut. Wie geht die an? Mit F. Ganz classy natürlich. Oh, okay. Wo ist die Hintertür? Das ist für mich hinten, aber... Können wir hier durch? Ja, also war das jetzt gerade das Intro, war dann quasi das Ende der Geschichte? Ja, wir werden sehen. Ja, the backdoor must be open. Aber, hä, wo war denn hier eine Backdoor? Habt ihr hier irgendwo eine Tür gesehen?
Ich habe hier keine Tür gesehen. Ah, okay. Alles klar, never mind. Boah, das gibt mir so ein bisschen Slender-Vibes. Slendre. Slendre? Wo bist du? Naja, wir gehen zum Nachbarhaus. Warum ist es auf einmal so ins... I need to get into the house. Ja, wir müssen ins Haus kommen. Warum ist es auf einmal so insane dunkel geworden? Das war doch gerade gar nicht so dunkel. Child Street 9. Okay, das ist schon mal richtig. Wie kommen wir hier rein? Durch einen Spalt im Zaun. Was da wohl drin ist? Ich will es gar nicht wissen. Hi. Da ist doch hier niemand. Was ist das für ein Geräusch? Was ist das für ein Geräusch? Ich höre legit Schritte, aber gut. Es ist ja nur so ein Ticken dunkel, wisst ihr? So, ich sehe halt einfach gar nichts. Vor allem so kleiner, abenteuerlicher Junge, der einfach beschließt, ja, wir gehen jetzt zum Nachbarhaus. Hallo? Ich bin's. Der Nachbarsjunge. Ist die Tür gerade aufgegangen? What the? Na, das gefällt mir gar nicht. Kann ich die Tür schließen? Okay, find a room on the second floor with light. Also sollen wir einen Raum in der zweiten Etage mit Licht finden. Alles klar, machen wir. Okay, warum würde man das verbarrikadieren? Da hast du vollkommen recht. Frag ich mich an dieser Stelle auch. Ich frag mich, ob das Game wirklich so übel ist, wie alle sagen. Das heißt halt, es soll richtig, richtig krass sein. Ey! Ich bin gespannt, ob es stimmt. Hier ist auf jeden Fall... Was sind das für Geräusche, die wir die ganze Zeit hören? Okay. Macht euch auf jeden Fall gerne Kopfhörer ins Ohr, gell? Also falls ihr es noch nicht gemacht habt, ihr wisst ja, Horror Game Montag ist immer zu empfehlen, mit Kopfhörern zu genießen. Es ist halt insane dunkel. Ich weiß nicht, ich werde es vielleicht im Nachhinein ein bisschen auffällen für euch. Oh, Fernsehen. Ich bin ein kleiner Junge und ich schaue gerne Fernsehen. Läuft da nichts? Kann ich Fernbedienung nutzen? Rein aus Interesse. Ah, so sehen wir also aus. Schicke Treterboy. Schickes Outfit. Yeah. Okay, es geht hier. Auch verbarrikadiert. You can try to go around the house and enter through the back door. Alright. Ja, dann gehen wir mal ein bisschen. Gehen wir raus und versuchen durch die Hintertür reinzukommen. Ist eine. Ah! Hey. Wer oder was war da gerade in dem Sofa? Ich könnte schwören, da war was. Hab ich mir das gerade eingebildet? Ah! Hä? Hallo? Hallo? Ist das nur eine Puppe? Wie auch immer. Versuchen wir durch die Hintertür reinzukommen. Okay, das sieht eher mager aus. Alles okay, ich würde kurz durch die Hintertür gehen, ja? Wir treffen uns dann oben. Dann müssen wir vielleicht wieder runter. Ist ganz nice, dass dir das Spiel so ein bisschen sagt, was du tun sollst. Weil ich finde, das ist oft so ein bisschen ein Problem, dass man nicht so richtig weiß bei diesen Indie-Horror-Games, was man tun soll, weil es nicht beschrieben wird. Und das ist an sich ganz, ganz gut mal. Hier können wir auch bestimmt reinklettern, oder? Nein? Macht nichts. Was ist da? Also es gefällt mir bis jetzt gar nicht, was hier los ist. Aber ihr wisst ja, wie ich bin bei Horror Games. Ich leide immer. Hey! Wer rennt da? Wer rennt da? Wer ist da allgemein? Was sollen diese Geräusche? Hä?
Was sollen diese Geräusche? Hallo? Wer ist denn da? Also wenn ihr noch keine Kopfhörer im Ohr habt, macht das, gell? Wirklich. Hier sind so viele Geräusche. Find a room with light on the second floor. Ja, also wir sollen immer noch einen Raum mit Licht finden. Boah, dieses miese Mal. Grüne Paste mit Braun. Lecker. Hallo? Ich bin's, der Kleine von nebenan. Ich wollte nur noch mal Bescheid geben, dass ich jetzt wieder hier drin bin. Und generell, was soll dieses Foto? Generell mich hier einfach so ein bisschen umschauen wollte. Was soll denn das? Wer oder was da gerade auch immer war? Hast du gerade von der grünen Paste genascht? I don't like this. Ich verstehe auch diese Fotos nicht. Wir sind doch hier nicht im Clown-Motel. Alright, gehen wir hoch. Wir sollen ja in die zweite Etage. Junge, fühle ich mich unwohl. Aber was geht da ab? Blaulicht und eine Menge Blut. Also wenn ihr dachtet, ich habe Angst, da habt ihr euch gewaltig geschnitten. Und das macht mir gerade gar nichts. Da habt ihr euch wirklich gewaltig geschnitten. Denn gruselig ist das nicht. Gruselig ist was ganz anderes. Ja? Weil hier so ein bisschen in dem Haus rumzulaufen mit diesen merkwürdigen Geräuschen, ja, damit krieg ich mich nicht. Ist ja schon fast albern, ha? Wer hat da geklopft? Also hier stand vorher doch diese kleine Puppe oder was doch immer war. Wäscheraum. Ja, das brauche ich nicht. Painting. Naja. Schauen wir mal in dem Raum nach. Was sind das für Fotos? Ja, Raum mit Licht. Ganz viel Licht. Ja. Geil, einfach Windows drauf. We've been waiting for you. Wir haben auf dich gewartet, Armin. Wer? Hey! Hey! Wer hat auf mich gewartet? Ja, also kann man so oder so sehen. Die wollen mir halt Angst machen, wisst ihr, wie ich meine? Aber ich denke mir halt einfach so, sperrt mich doch in so einen Raum. Was soll hier schon passieren? Außer, dass hier jemand mit einem Atemproblem vor sich her chillt. Okay. Dann machen wir den Raum einfach mal auf. Was soll das? Ey, chillt mal, das geht mir ein bisschen zu hektisch gerade. Also einen Ticken, einen Gang unterschalten, bitte. There must be a problem with electricity. It's time to go. Ja, ist das ein Problem mit Elektrizität? Wir sollten gehen. Ja, ist so. Ist eh nicht gruselig. Lass einfach gehen. Ohne Witz. Ich sag das Gleiche. Lass einfach gehen. Weil gruselig ist es eh nicht. Es ist einfach... Lass es einfach gehen. Es ist nicht gruselig, es ist einfach nur weird. Wie ist das physikalisch möglich?
Da ist die Puppe schon wieder. Was ist das? It looks like the maker of the dolls lived here. Ja. Also hier... Warte mal. Warum atmet das so? Hallo? Oh mein Gott, das gibt mir ganz miese Vibes. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist ein Mensch. Da steckt doch jemand drin. Oh mein Gott, das ist creepy. Ich hasse Puppen. Tschüss. Mit Fußball kannst du ja sonst wohin. Ich habe irgendwie ein bisschen das Gefühl, hier lebt irgendwie so ein Typ, der... Ist das ein echtes Auge? Ich habe ein ganz ungutes Gefühl bei der Sache. Ich lass dich frei, ja? Okay. Aber was machen wir nun? Okay, Leute, ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier Puppen hergestellt werden aus Menschen. Was genau wollt ihr von mir? Diese miesen Sounds die ganze Zeit. Ist er noch da? Ja. Was willst du von mir? Willst du jetzt mit mir Fußball spielen oder was? Hier. Ich habe irgendwie das Gefühl, da steckt jemand drin, der es nicht will. Aber so der Dollmaker aus Welcome to the Game oder was? Ja, ich möchte gehen. Ich würde jetzt gerne nach Hause gehen, okay? Darf ich bitte gehen? Leider nicht so ganz verstanden, was ihr von mir möchtet, aber... Ich werde einfach gehen jetzt, okay? Also danke für alles. Es war sehr nett. Das Essen war auch äußerst schmackhaft. Aber das war's dann auch. Ich möchte nun nach Hause. Vielen Dank. Ja, also... Die Elektrizität war halt ein bisschen am Sack und da sind halt, weißt du, so eine Puppe. Mehr gibt's da nicht. Also gehen wir einfach heim jetzt, oder was? Das war jetzt doch die Aufgabe. Es hieß, man soll einfach gehen. Das würden wir machen. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Oh Mann, hier geht's nicht lang? Doch, muss es. Ach, come on. Andere Seite, oder was? Ich muss doch gehen, oder? Das stand da doch. Oder habe ich es jetzt gerade falsch im Kopf? Ich glaube, es hieß, ich muss gehen. Also ich will auch gehen. So ist es nicht. Ja, hier müssen wir durch. Hier ist der Spielplatz. Da 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 da. Hier ist der Spielplatz. Was sollen denn diese Geräusche immer? Hey! Okay, wir müssen dann doch wieder zurück, weil unsere Kappe da noch ist und unsere Mutter wird uns killen, wenn wir die nicht holen. Stand da gerade, also dann gehen wir wieder zurück, oder was? Ach, Manu! Es wäre doch so gemütlich gewesen. Wir hätten auch einfach heimgehen können, aber gut. Gehen wir zurück. Und holen halt eben die Kappe. Hi. Ich bin nochmal ganz kurz hier. Aber nur weil ich meine Kappe holen wollte. Also wirklich nichts Großes. Ich würde auch danach auch wieder heimgehen. Meine Kappe. Ah! Hey, hey, hey! Ah, let's play. Hey, was? Hm.
I don't like this. Gib her. Danke. Ich will nicht mit dir spielen. Hey! Was will der denn von mir? Kann ich jetzt nach Hause? Ich will meine Mütze wieder. Was ist hier los? Was geht hier vor sich? Alles okay? Das war auch schon hier neblig. Also, ich würde jetzt gehen, ja? Vielen Dank. Was ist denn das? Lock, my bunny had a similar label. Good thing. Took it with me. Okay, also wir brauchen höchstwahrscheinlich unseren Bunny. Um dieses Pattern da irgendwie zu checken. Da ist unser Bunny, den wollen wir haben. Da müssen wir nochmal zurück. Ja, kein Problem. Wie kommen wir da nochmal hin? Da müssen wir, glaube ich, wieder durch den anderen Ausgang, oder? Was soll das denn mit diesem. Mit dieser komischen Puppe, die ja zum Leben erweckt wurde? Was sollte das? Er hat so einen Raum bei sich. Hä? So eine Sackgasse. Es war nett mit dir, wie auch immer du heißt. Junge, der sich bewegen kann. Aber ich möchte nun gehen. Warum hat sich die komplette Wohnung, das ganze komplette Haus umgestellt? Es ist alles anders. Was zum Teufel? Hä? Hier ist alles anders auf einmal. Ich möchte doch einfach nur gehen. Jetzt ist das hier offen. Oh Mann. Ja. Ein Kamin. Das ist irgendwas zu bedeuten. Mann! Es kann nicht sein, dass ich immer schreck, wenn der kommt. Ich werde dir folgen. Du gibst mir meinen Hasen zurück. Und dann lässt du mich. Es war ja ganz nett mit dir, aber jetzt habe ich echt keine Lust mehr. Hast du echt verbockt. Wie ist überhaupt dein Name? Hä? Wie heißt du, klein Lumpen? Das ist so ein wilder Herzschlag. Hä? 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 Ey, meine Taschenlampe spackt ab! Hallo? Junge, was ist das? Was geschieht hier gerade? Was geschieht hier gerade? Soll das so sein? Was ist das? Oder muss ich mich Hä, was ist das? Ich sehe halt nichts mehr. What the f... What? Was? Soll das so sein? Ja, ich glaube, es ist ein Bug, Leute. Kann das sein, dass es ein Bug ist? Oh mein Gott, ich glaube, es ist ein Bug. Nee, oder? Was ist das für ein Müll? Ich sehe halt nichts. Was ist das? Warte mal. Hier drin ist es nicht. Ist das jetzt ein Bug oder nicht? Soll ich mich da mal reinstellen? Das ist, wo der kleine Junge drin war. Hä? Okay, ich check's nicht so ganz, was das gerade war. Gehe ich jetzt raus, kommt es wieder? Nee. Hä, was war das? Das Game ist mir ein Mysterium bis jetzt, ohne Witz. Ein roter Zettel. Now I'm alone. Und nun bin ich alleine. But I keep hearing stomping at night. And even louder. That has been absent from this house for so long. Okay. Ah, hey! Yo! Ich will jetzt einfach gehen.
Darf ich bitte gehen? Hier ist doch mein Hase. Dankeschön. Ah. Happy Birthday from your neighbor across the street. Also, Happy Birthday von deinem Nachbar vom Haus gegenüber. Klasse. Muss das jetzt hier so rein, oder was? Was atmet er so? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich folge dir. Hä, wer ist das? Wo ist er? Wo ist der denn? Hier rein, ja. Oh ja. Der Raum ist jetzt offen. Wer ist das? Hä? Wer ist denn das? Oh mein Gott. Das ist wirklich ein Dollmaker. Aber... You know my name, Michael Spencer. Okay. Oh, okay. At one point it went too far. Surreal, it seemed to me that she started to live her own life. I found a dead boy's toy in the trash, and I'm sure it was she. I put it over the TV so no one would get it. I began to be afraid of her. I constantly felt that she was standing behind me, watching me, breathing in my back. Her lack of heart made her dangerous. Okay, also er redet von irgendeiner Person. Was ist hier los? Er rennt da. What the? Did the neighbor put the toy shelf above the... Oh mein Gott! Oh, einige Schädel. Da ist zu. Naja, wir gehen wieder runter. Was ist das jetzt? Ah! Du Mieser! Ich will nach Hause. Bist du geisteskrank? Oh nee, er guckt dich immer an, egal wo du hinschaust. Ja, schau mal. Egal wo du hinschaust, er schaut dich immer an. Okay. Was ist hier rechts? Was ist das für ein Geräusch? Immer noch dieser Raum. Der bringt uns nur leider nichts. Ist Junior immer noch da? Look at him, er ist immer noch da. Ich möchte gehen. Ich würde gern gehen. Okay, wir müssen zum Fernsehraum. Diese Geräusche die ganze Zeit, die verschicken mich hart. Gab's den Raum vor auch schon? Never mind, der ist eh zu. Was war das? Also hier war doch mal der Fernseher, oder nicht? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Schon wieder irgendwas gehört. Zu. Da kommen wir auch nicht mehr hoch. Und hier ist eine Sackgasse. Okay, ja, dann müssen wir wieder hoch. Bleibt uns nichts anderes übrig. Außer man hat mir irgendwie einen Zettel wieder da gelassen. Jo, was ist das denn? Was ist das für eine kleine Voodoo-Puppe da in dem im Kühlschrank? Warum würde man das im Kühlschrank haben? Ich frage erst gar nicht.
Es gibt halt keinen Ausweg nach draußen. Das ist so ein bisschen das Problem. Wir sind leider gefangen, also gehen wir wieder hoch. Klein Bürschle ist weg. Wo ist Klein Bürschle? Wo ist der hin? Der taucht doch bestimmt wieder irgendwo auf, gleich der Lumpen. Da drüben wohnt meine Eltern. Ich könnte so schnell wieder darüber gehen. Aber nein, ich musste ja wieder neugierig sein und zum Nachbarshaus laufen. Und jetzt habe ich den Salat. Zwar nicht so ein Plan, was es mit diesen Bildern hier auf sich hat. Weiß auch nicht so genau, was ich hier gerade machen muss. Aber es ist okay. Wir werden es schon rausfinden. Wahrscheinlich irgendwas in dem blauen Raum noch, oder? Weil da haben wir ja nicht wirklich geguckt. Blauer Raum ist noch übrig oder halt hier. Aber hier gab es nichts. Noch ein Fernglas. Wer steht denn da? Hallo? Wer steht denn da? Steht jemand unter der Laterne? Wer ist denn das? Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass es ein Fehler war. Ich sag's mal so. Es war ein Fehler. Ich möchte nach Hause. Ich bitte wieder gehen. Gab's hier noch irgendetwas? Der Typ mieft langsam schon, gell? Hier gibt's nur den Brief. Ihn selber kann man auch nicht. Nee. Na gut. Was ist das hinter der Tür? Er hat auf jeden Fall ganz merkwürdige Dinge hier getan. Ganz, ganz merkwürdig. Das schon wieder. Ganz, ganz merkwürdige Dinge. Da kommen wir nämlich auch nicht runter. Und das ist verbarrikadiert. Und das ist einfach nur das Badezimmer, aber da gibt es nichts. Okay, wer war die Person, die da draußen stand? Wer war das? Ich denke, wir müssen runter. Ich weiß ja nicht, was das für ein Sound ist hier, gell? Ich kann hier nichts machen. Was zum Teufel? Ja, und hier gibt's ja gar nichts, außer diesen einen Dinger hier. Hier aus dem Eck kommen einfach die ganze Zeit Geräusche. Egal. Ist hier niemand zu sehen? Weil hier ist ja nur mein Zuhause eigentlich. Da steht ja auch die Person. Ja, da steht er. Wer ist denn das? Was will der von uns? Warum steht er da einfach? Naja, lass uns runtergehen und hier alles unten überprüfen. Brauchen wir jetzt noch Buchstaben oder was? Ja, absolut keine Ahnung. Ah! Ja gut, okay. Alles klar. Ja, dann können wir jetzt hochgehen. Und den einen Raum aufmachen, ha? Ja, ich bin falsch gelaufen. Oh, das ist ja ganz, ganz komisch hier. Ich bin gespannt, was da jetzt drin ist. Ich bin hier, um den Raum zu... Es wird schon wieder super dunkel. Warum geht unsere Taschenlampe nicht mehr? Oh mein... What? Oh mein Gott! Okay, das ist schrecklich.
Ich soll ihm Essen aus der Küche bringen. I haven't eaten for a week. Ich habe seit einer Woche nichts gegessen. Now I can't eat. My hair started to fall out and the skin began to rot. Oh mein Gott! I blew my voice when I was screaming for help. Because of this, he decided to scream. Oh mein Gott! I want to go back to my mom. Alter, what? Der sündenentführter Junge, seine Haare sind ausgefallen und seine Haut fängt an zu verrotten. Und weil er geschrien hat, hat man ihm den Mund zugenäht. Ich werde dir Essen bringen. Und dann gibst du mir das Kuscheltier. Alter, ist das krank. Warum ist es jetzt so verdammt dunkel? Hä? Das ist insane. Okay, das ist krank. Das ist richtig krank. Ja, also der Typ ist höchstwahrscheinlich... Ja, das ist wahrscheinlich der Typ, der da oben hängt. Der ist nicht mehr unter uns. Und der hat hier irgendwelche ganz, ganz kranken Experimente mit Kindern gemacht. Oh mein Gott, ist das insane. Und hat unter anderem diesen kleinen Jungen entführt. Ihm die Beine... Ah, das ist ja straight aus dem Horrorfilm. Oh mein Gott. Und er will essen. Dann bringen wir ihm Essen. Das ist halt auch super makaber, gell? Was will er denn haben aus der Küche? Ja, das ist nicht mehr übrig. Hier wurde irgendwie alles zerstört. Was willst du denn haben zu essen? Es gibt hier nicht viel. Ist alles weg. Ah, doch, da ist der grüne Topf. Soll ich ihm das mitbringen? Ja, okay. Kriegt er was von dem grünen Brei. Oh mein Gott, das ist richtig brutal. Ich war jetzt gerade so ein bisschen lost, was ich tun muss und so. Bin so ein bisschen albern rumgelaufen. Und dachte so, aber jetzt nimmt es ja schon nochmal einen üblen Turn. Was ist da? Okay, gehen wir zu dem Jungen. Oh mein Gott, ist das krank. Ja, und dadurch, dass er sich wahrscheinlich das Leben genommen hat, ist der Junge halt in Vergessenheit geraten. Was ist da passiert? Want to go back to my mom. Steht da eine Botschaft? I just want to be happy. Ich möchte einfach nur glücklich sein. Okay, was ist hier gerade passiert? Wer hat den kleinen Jungen genommen? Was steht hier? You're a good ballerina. You have a great future. Take care of yourself. Du bist eine tolle Ballerina. Du hast eine tolle Zukunft und pass auf dich auf. Okay, und nun? Kriegen wir wieder einen Hinweis von irgendwas? Oder auch nicht? Ja. What? Da steht doch jemand. Ah! Wer ist das jetzt? Okay, wer war das? Das war nicht der Boy, oder? Das war irgendjemand anders. Du kommst hier nicht rein! Ja, du kommst hier nicht rein? Schön zu wissen, dass auf jeden Fall jemand noch draußen auf mich wartet. Er atmet da so. Also wir brauchen auf jeden Fall weitere Buchstaben. Zwei Stück noch. Wo könnten wir die finden? Sind die immer an so Kuscheltieren attached oder was? Kann man was an der Uhr machen? Oh mein Gott, Mann, ey. Du hörst die ganze Zeit Geräusche. Bis jetzt ist es ganz gut. Find's jetzt aber nicht so krass. Was war das? Warte mal, kann man das hier nicht nehmen? Weil das ist ja auch so ein Kuscheltier. Was auch immer das sein soll, aber man kann es nicht nehmen. Ja, bis jetzt ganz gut. Bin mal gespannt, was da jetzt noch groß kommt, weil wir sind, denke ich, ja schon relativ weit. Aha. Gibt's leider gar nichts. Hier vor hat einen das Spiel so ein bisschen geleitet, aber das macht es jetzt gerade nicht mehr. Das heißt, wir müssen es wahrscheinlich auf eigene Faust einfach alles rausfinden.
Gut, hier ist zu. Wie sieht's hier aus? Ich denke halt, dass sich immer wieder irgendwas verändert. Deswegen müssen wir alles absuchen. Irgendwas hat sich jetzt wahrscheinlich wieder verändert. Und das müssen wir jetzt finden. Und ab da geht's dann wieder weiter. Dieses Atmen. Eventuell müssen wir wieder hoch, ja. Ja, wir müssen wahrscheinlich hoch. Also creepy ist es schon. Ja, hier oben. Irgendwas ist hier. Ich habe hier noch gar nicht so wirklich nachgeschaut. Hier gibt es auch nichts. Hier sind, wisst ihr, das ist so ein Geräusch, wie so ein Geist, dem man so folgen muss. So hört sich das jedes Mal an. Wir werden ja wohl nicht nochmal hier rein müssen. Oder können wir jetzt das andere Kuscheltier mitnehmen, das was da liegt? Nee, können wir irgendwie nicht. Na, der Zettel. Ja, okay, ich glaube, der Raum ist halt echt durch. Also ich glaube, hier gibt es nichts. Ich brauche nicht die ganze Zeit reingehen. Wo können wir hin? Da können wir nicht runter. Tja. Da müssen wir in den Raum vielleicht nochmal gehen. Wisst ihr, ich mag ja eigentlich diese Rätselspiele. Aber manchmal, wenn es so komplett aus dem Kontext ist, mag ich es nicht so. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen so. Was mach ich du? Als wäre der Junge nie da gewesen. Hä? Okay. Mystisch. Es hat sich auf einmal alles verändert. Aha. I can't reach it, I have to get a chair. Also wir brauchen einen Stuhl, um an das Kuscheltier zu kommen. Ah, ich habe kurz gedacht, da war was. Da habe ich mich wohl vertan. Kann man so einen Stuhl nehmen? Kann man. Alter, so ein kleiner Junge hebt einfach so einen Stuhl mit einem Arm oder was? Stark. Ich finde das Game bis jetzt echt richtig gut. Warum auch immer alles rot leuchtet. Ah. Ja, damit. Was steht drauf? You were lucky to born with such a pretty face. Take this toy from me. Ja, du hast Glück gehabt, dass du mit so einem wunderschönen Gesicht auf die Welt gekommen bist. Und nimm dieses Spielzeug. Gut, dann bringen wir das zurück. Okay, da leuchtet es jetzt orange, hat es vorher nicht. Walia. Wer steht denn da? Hä? Wer bist denn du jetzt? Es ist schön gedeckt worden hier alles. Walia? Keine Ahnung, was das heißen soll. Oh mein Gott. Was ist das für eine weirde Person? Die sieht super komisch aus. Hä? Einfach der Geist oder was? Ich folge dir, kein Problem. Ja, das ist eine Silhouette. Ah! Unfair. Unfair. Ah, den Raum kennen wir. Hier hat doch das Spiel gestartet. Ist immer noch der Karton? Ne, ist nicht mehr. Also kann es sein, dass wir eventuell... Oh. Können wir die Kerze nehmen? Nein.
Oh mein Gott, hier ist nochmal so eine Zelle. Oh mein Gott, diese ganzen Folterwerkzeuge. What? Okay, das ist echt brutal. Hallo? Hey. Hey. Hello? Erwin, have you seen a white toy here, like a monkey? Nee. Just please tell me what's going on here. Hi, Max. We know all about you. We've been watching you. We've been waiting for a long time. Time is dragging on very slowly here. It's cold and scary. I have been searching for this toy for a long time, but I haven't found anything. The Dollmaker hid it to punish me. Er heißt sogar Dollmaker, what? The kids put the lock, so it wouldn't run away too soon. Instead of a key, each child used a label from their toys, given by the toy maker before we found ourselves here. Was wollt ihr alle mit mir anstellen? You are our salvation. It is not finished yet. The doll maker made the doll from our best body parts. But he didn't have time to insert the heart. But it's okay. Soon it will tear out your heart and become kind. And we all will finally rest in peace. Ja, aber meine Mama und Papa warten auf mich. Wir könnten es. Holy, okay. Hier gibt es sogar Cutscenes mit Gesprächen und wo man Antworten geben kann. Ja, also das Haus war das ursprüngliche Haus des sogenannten Dollmakers und der hat aus Teilen von Kinderkörpern hat der Puppen gemacht. Und er hat in den... Er hat quasi Kameras in den Kuscheltieren installiert, um die Kinder zu beobachten. Wir brauchen jetzt halt irgendwie... Müssen wir ein Kuscheltier für ihn finden. No signal. Okay, wo könnte das sein? Ah, da ist dieses gruselige Gemälde. Press 1, 2, 3? Ach so, oder halt Mausrad. Okay, das habe ich keine Ahnung, wo es sein könnte. Ah, da ist dieses gruselige Bild. Das könnte auf einem Regal stehen. Das sieht aus wie ein Regal. Ich kann das iPad irgendwie nicht mehr wegmachen. Na super. Okay, ein Regal. Wo war das gruselige Bild nochmal? Hier drin war, glaube ich, gar nichts. Okay, wir müssen dieses gruselige Bild finden. War das hier oben? Wir müssen uns nur noch diesem Bild orientieren. Gruseliges Bild. Ich glaube, das war unten, oder? Gruseliges Bild. Ja gut, hier ist nur das Bad. Gruseliges Bild. Ich glaube, das war unten. Das muss unten sein. Das ist, was ich meine. Oh, dieses blöde Tablet. Ich weiß nicht, wie ich das wegmache. Da steht... Stand der da gerade auch schon? Da steht die kleine Puppe, steht davor. Jetzt sehe ich es nicht mehr, aber gut, dass wir uns merken konnten. Also es ist dieses gruselige Bild. Gruseliges Bild. Ich meine, das war hier unten, oder nicht? Ich meine, wir werden es auch entdecken, wenn wir den kleinen Jungen finden. Hier wird es nicht sein, weil sonst hätte es rot geleuchtet. Also der kleine Junge steht auf jeden Fall davor. Okay. Kleiner gruseliger Puppenjunge. War mal ein Geräusch, damit ich weiß, wo du bist. Nur so einmal so. Oder sowas. Ja, oder war das doch oben, das gruselige Bild? Vielleicht war es auch einfach oben. Ah, hier ist das gruselige Bild. Da ist er. Junge, ich sehe dich doch. Den willst du hier veräppeln? Ah, da bin ja ich. Umdrehen. Warte mal. Gruseliges Bild. Das heißt hier irgendwo. Ja, hier. Hier müsste nur was sein. Und
zwar direkt da. Da. M. Bringen wir das mal schnell zurück. Und dann fehlt nur noch eins. Die Frage ist nur, wo ist das letzte? Das hat man so schlecht gesehen. Oh, Licht. Mo. Und wo ist das Tab? Wo ist das Tablet? Kann man irgendwie... Oder habe ich das da zurückgelassen? Alter, war das gerade hell. Bisschen extrem hell. Verdammt, wo war das... Wo ist das iPad? Wie kann ich das iPad aufrufen? Habe ich das hier abgelegt? Was ist das... Ah, warte mal. Warum geht diese Tür auf? Okay. Das ist das iPad. Gehen wir in den dunklen... Das ist nicht das iPad. I didn't have any friends when I was a kid. Ich hatte keine Freunde, als ich ein Kind war. I tried to replace them with toys, but they were, weren't as lively. Also habe ich versucht, sie mit Kuscheltieren auszutauschen, aber sie waren nie so lebendig. I made my first toy out of dismembered cat. It wasn't like the others. It had a soul. Ugh. Ich habe mein erstes Kuscheltier aus einer zerstückelten Katze gemacht. Soon I made toys out of birds, also aus Hunden, Vögeln, aus Hunden. Okay. Und auch aus einem Mann, welcher von einem Auto überfahren wurde. I couldn't stand in one place. I wanted something more. That's how my latest project, Mortuelia, was born. Okay. Also es war langweilig und ich wollte halt immer was Neues und so ist mein neuestes Projekt entstanden. Mortuelia, oder wie man das ausspricht. Okay, das ist insane dunkel hier. Hier wurde ein Grab geschaufelt und er wurde hier verbuddelt. Ja, ich will mein iPad zurück, weil da habe ich das letzte Kuscheltier gesehen. Gräber. Okay. Ja, wir müssen hier ganz systematisch vorgehen, dann werden wir auch finden, was wir brauchen. There must be a shovel in the basement. Okay, wir bauen die Schaufel, die wir gerade gesehen haben. Und jetzt zurück. Holy. Das letzte Kuscheltier. Das war... Der hat die hier unten vergraben. Take care of your wonderful eyes. Let this toy be a reminder from you. Okay. Ah! Sie ist weg. Alter, was passiert hier gerade? Oh nee. Ah! Jetzt? Ey, ich muss hier rausfinden. Es ist viel zu dunkel. Das ist das letzte Ding. Wo sind die verdammten Stufen, Mann? Hier ist das Grab von ihr, okay. Hier vielleicht so. What the... Ach hier, da sind die Stufen, okay. Können wir hier drum rumlaufen? Ja. Okay, und hoch. Alter! Oh mein Gott, waren das so viele Kinder? Oh mein Gott. Ah! So viele Kinder? We are free? Wir können gehen? Goodbye. Haben wir es geschafft? Puh.
got out? Also es vergingen Monate, nachdem ich raus bin. But every dream takes me back to that awful house. Aber jeder Traum bringt mich zurück in dieses Haus. Das war's? Das war's. Okay. Also am Schluss stand halt noch der Text. Dass ich halt nichts an der Situation ändern kann, was passiert ist, macht mich krank. Oder irgendwie sowas. Ich hab's gar nicht mehr im Kopf. Was ist passiert? Waren wir der Dollmaker und wir haben da irgendwie ein Trauma durchlebt? Oder? Also das Ende habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Habt ihr das Ende verstanden? Schreibt es mal sehr gerne unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich mal erkundigen, was es mit dem Ende auf sich hatte und würde es einfach mal unten reinschreiben. Unten in die Kommentare, ich würde es einfach anpinnen. Okay. Ja, eigentlich ganz cooles Game. Gut designt und so. Find für 7 Euro, ja, hätte man, ist halt ein 7 Euro Titel, ich weiß nicht. Wenn ich ja überleg's, Outlast zum Beispiel gibt es manchmal im Sale für 2,99 und bietet halt 1000 mal mehr. Ich weiß nicht. Also 7 Euro finde ich, ist es nicht wert. Nee, das ist auf jeden Fall nicht. Das ist eher so ein 2-3 Euro Titel, finde ich. Dafür, dass es jetzt eine Stunde gebraucht hat, finde ich 7 Euro schon ein bisschen viel. Aber ja, ich wollte es unbedingt mal spielen. Hab schon sehr viel von diesem Spiel gehört gehabt. War ganz cool. Hat mich hin und wieder mal erschreckt. Habt ihr, denke ich, mitbekommen. Ja, das war's auf jeden Fall mit dem Video, meine Freunde. Das war's mit der heutigen Episode des Horror Game Montags. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Und ich bin super gespannt, was ihr mir da unten so reinschreibt. In dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt euch auch ein bisschen gegruselt. Und wenn nicht, dann hab ich's halt gemacht. Ne? Also, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao, ciao.